So, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge A Plague's Tale. Wir befinden uns immer noch in der Universität, Kapitel 10, und versuchen jetzt diesen Großinquisitor zu folgen. Alter, was für ein Zungenbrecher für mich. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Jetzt gehen sie weiter, okay. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Da drüben sind natürlich coolere Sachen, die wir noch mitnehmen können, ne? Können wir ihn ja doch nochmal ausnocken hier. Pass mal auf. Nein? Der Gute. Oh, wie seltsam. Studie von gehäuteten Menschen. Wie eklig ist das denn bitte? Was sind das für Leute hier, ne? Fragt man sich doch, oder? Können wir das drüben jetzt einsammeln oder brauchen wir noch einen? Nee, okay. Müssen wir drüben nochmal rüber und schnell das einsammeln. Bevor wir dem Schmied weiter folgen, den wir auf jeden Fall folgen müssen. Okay. Dann laufen wir gleich rein. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Hier liegt nichts, ne? Nee, also jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir denn da? Das sind zwei Gegner, ne? Bei dem. Okay, das war dumm. Ah! Boom. Okay, den kann man nicht so killen. Den müssen wir anders killen. Gut. Da brachte das gar nichts, das Zeug, ne? Müssen wir gucken, wie wir das machen. Ach so, müssen wir ihn nochmal mitnehmen, okay. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. So, mein Lieber. Ja, Spinner. Wollen wir mal das angucken hier? Oh, wie seltsam. Ist hier oben noch irgendwas? Kann man gar nicht gucken gerade eben, ne? Blinkt aber nichts. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Geht so. Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So ich sehe schon den Kronleuchter, der wackelt so schön da oben. Seht ihr das auch? Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, den kann ich lösen. Und er wird auf den Typen runterfallen, eventuell. Ja, definitiv. Aber dafür muss ich ihn natürlich dahin locken. An die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Oh. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben... Darauf warte ich schon seit 2 Tagen. Okay. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf!
Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Oh. Ja, ich halte sie auf und krieg gleich ins Maul. Ich hab nicht gesehen, dass der so schnell ankam. Wie dumm war das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott. Schwere Rüstung. Es Aber muss doch einen Weg geben. Klar. Das war dumm. Was zum Teufel ist das? Ach man, ja, sonst komme ich tot. Ich weiß nicht, bin ich tot, wenn ich so einen Morgenstern in die Presse bekomme? Ich glaube ja. Gut, ich hatte nicht auf Steine. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. So, wir sammeln den ganzen Kram ein hier. Warte ich schon. Seit 2 Tagen. Er tritt auch den Typen Keine ganz gut auf die Birne, oder? Aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. So. Weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Nein! Oh Mann, das gibt's doch gar nicht! Oh, wie viele kommen denn da? Oh Mann. Jetzt muss ich wieder den Typen umhauen, ne? Oh, das nervt. Doch einen Weg geben. Was war das für ein Ah, wie dumm, ey. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Keine Ahnung, wer du bist. Aber du hast es. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? So. Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Oh, das gibt doch gar nicht. Na, wisst ihr, was ich mache jetzt? Ich stelle auf jeden Fall einen so ein Gift her, falls sie sich dran kommen, dass ich die... Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. So, nochmal. Auch weil die so langsam ist mit diesem scheiß Schleuder da. So. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Na klar. Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter. Ich halte sie auf. Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Oh. Los. Komm schon, ich hab los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Halt. Mit. Na los, lauf. Los, weg hier. Uah. Lauf, Mädel. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Ja, vielleicht. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Alles mit dem. Sehr gut. So ein Gewölbe hier, ne? Was haben denn die ganzen Mönche gemacht? Ich gehe mal kurz runter in den Keller zum Lesen. Ist ja nicht so tief. Kann man ruhig mal machen. Oh, wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerar hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Kannst du mir helfen? Schon gut, schon gut.
So, was müssen wir machen, ist die Frage. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Was? Okay, wenn du das sagst, dann lass mal hier drüben machen. Warte mal, hier. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Und was sehe ich jetzt? Oh, ich habe losgelassen. Aber jetzt habe ich gesehen. Okay, was auch nochmal? Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Wie du willst. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Okay. Den. Jetzt. Ja. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Ich weiß noch nicht, wie wir es bauen sollen, wie wir es machen sollen, aber ich versuche mal diesen Weg hier zu fahren. Perfekt. Okay. Warte, ich guck mal hier drin kurz, ob hier noch irgendwas ist. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Gut. Und dann gehen wir ganz kurz hier hoch, nur um zu schauen, wo wir jetzt schon mal längs kommen könnten. Nein! Ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Amicia, kannst du bitte da oben bleiben? Auftrag gegeben. Mönche oder sowas. Sie redeten nicht viel. Oh nein, ich hab's konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. So. Okay, ist die Frage, wo das Ding hin soll. Schauen hier. Was macht denn dieses Rad? Also hört sich gut an. Ah, da muss ich es unterschieben. Okay. Ja, noch Sachen. Bitte. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Pass mal auf. Komm schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Also das Ding ist, dass diese Steuerung von diesem ist echt scheiße. Schieb den jetzt da unter. Damit wir da hochkommen zum Buch. Oder? Ein bisschen Tomb Raider-Style hier. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut. So. Haben wir jetzt uns aber noch hier drüben was, ne? Jetzt. Ist recht. Was macht das Ding denn? Warte, ich habe eine Idee. Das Ding hat gar nichts gebracht. Ich konnte direkt so hinlaufen, oder bin ich jetzt sicher gerade verkehrt? So, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier.
Nimm mir das Buch. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh oh. Großinquisitor. Ich kenne dich. Amicia de Rune. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit. Und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Oh. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Ups. Oh, er kennt was hier, wa? Könnt fliehen. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Jemals haben wir das Buch. Bereit? Das wird die Hölle. Schnell aus den Korridoren raus. Wie recht du hast. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier rausschleichen irgendwie. Das ist hier so ein Hyopai, so ein schwieriger. Konnten wir nur so sehr die schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Okay, er kann das? Okay, mach mal. Rodrik, du bist dran. Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Oh, das ist schön zu hören, dass du deine Leute killst. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Okay, pass auf. Das kriegen wir hin, ablenken. Dieses Geräusch. Was war das? Erledige ihn. Du bist erledigt. Hey, du bist einfach ein geiler Typ, ey. Nicht wieder. Glaub mir. Hier ist eine Truhe. Und hier ist auch was zum Sammeln. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Okay, dann haben wir alles. So geil, dass man immer mehr Verbündete findet, oder? Ich hasse es, hier rumzustehen zwei. Und nichts zu tun. Jeder übernimmt einen. In Ordnung. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Die Wache. Du wirst bezahlen. So. Schön. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Hier geht's nicht lang. Es geht nur so die Treppen hier hoch. Ich dachte, er sammelt da auch was ein. Liegt da auch noch was, was wir brauchen können? Okay, ist noch voll. Hier müssen wir raus. Sieht zumindest so aus, oder? Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Oh, frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine oh. Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Na geil. Ein Versuch ist es wert.
Okay, das war ihr Ziel. Stimmt etwas? Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht dein Schuld. Hier an den Seiten einer Ratten vorbei. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ja. Ach, krass. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Was? Wenn ich denen die Finger kriege. Ja, okay. Das ist natürlich Mission. Was machen wir denn da jetzt? Wir können natürlich auch sein Feuer löschen, oder? Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Was wir machen können, ist... Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Schleicht ein paar Witzbolde rum. Sucht alles ab. Oh nein! Beeilen, soll ich an den Ratten überlassen? Halt, hier links. Ja, ja, Entschuldigung. Hier links, Alkohol. Oh, gibt's nicht, kriegen wir nicht. Das Ding können wir noch mitnehmen. Da ist schon. Da liegt noch was, nehmen wir noch mit. Ja, ein bisschen was können wir. Ich brauche irgendwie, muss ich meine Taschen vergrößern irgendwie. Müssen wir wirklich da rein? Ja. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Komm schon, komm schon! Hörst du mich? Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrich, geht's dir gut? Ja! Was da? Scheiße! Nach links! Ah. Okay. Komm! Hier lang! Na, schade. Um das ganze Teil, oder? Wow! Kapitel 11. Am Leben. Da, sie ist zurück. Amicia.
Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Der Bücherwurm. Drei Wochen später. Nein, nein, nein! Okay. Flucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Okay, dann lass uns doch mal die Tür öffnen und das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann, tschüss.